Hallo, mein Name ist Patrick Rieck, ich bin Anbauberater bei der WEBE und wir melden uns heute mal ausnahmsweise nicht von unserem eigenen Versuchsfeldstandort in Kleinbrese, sondern sind auf den Versuchsflächen in Hammersdorf in der Nähe von Uelzen bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, wo wir in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer eben einen Beregnungsversuch angelegt haben in Kartoffeln. Und ich stehe hier mit Frau Riedel, die verantwortlich ist für diesen Beregnungsversuch und die uns jetzt mal kurz erklärt, was wir hier eigentlich machen und warum wir es machen. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Rieck. Ja, also wir haben hier ja einen Beregnungsversuch mit vier verschiedenen Stärkesorten der AWEBE. Und wir haben von den Beregnungsvarianten her einmal eine Variante ganz ohne Beregnung, dann eine Variante mit einer reduzierten Beregnung und eine mit einer optimalen Beregnung. Und was heißt das jetzt? Also bei der optimalen Beregnung reden wir so, dass der Boden 50% seiner nutzbaren Feldkapazität verloren hat. Also wenn er noch die Hälfte seines nutzbaren Wassergehalts hat, dann beginnen wir da mit der Beregnung. Bei der reduzierten Variante warten wir etwas länger ab, sodass der Boden mehr abtrocknet und nur noch 35% der nutzbaren Feldkapazität hat. Das Ganze beziehen wir auf eine Tiefe bis zu 60 cm. Weil normalerweise die Kartoffel ungefähr bis zu der Tiefe auch wurzeln kann. Dann, wie messen wir das Ganze nun? Wir haben hier einmal diesen Bohrstock. Den kann man nicht nur zur Elminproben nehmen, den kann man auch zur Bodenfeuchtemessung nehmen. Wir nehmen halt dann Bodenproben, einmal aus der Tiefe 0 bis 30 und einmal aus der Tiefe 30 bis 60 cm. Und wiegen das Ganze dann feucht, dann haben wir es über Nacht im Trockenschrank. Ging es am nächsten Tag auch nochmal trocken. Aus der Differenz haben wir ja den Wassergehalt, den beziehen wir dann eben auf die gesamte nutzbare Feldkapazität. So, das ist unsere Methode, das machen wir einmal in der Woche und bestimmen ansonsten dann den weiteren Fortgang der Abnahme der Bodenfeuchte über die klimatische Wasserbilanz. Also je nachdem, wie viel halt es regnet und verdunstet. Das ist eine sehr gute, sehr genaue Methode, aber die ist für Sie als Landwirte doch sehr kompliziert und sehr aufwendig. Deswegen würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Was ich aber empfehlen kann, ist hier dieses einfache Messinstrument. Das nennt sich Tensiometer. Das baut man in den Damm, also in die Dammflanke ein, ungefähr so 25 bis 30 cm tief. Und dieses Gerät besteht einmal aus so einer keramischen Kerze hier unten und einmal aus so einem Plastikschaft, der mit Wasser gefüllt ist. Das Ganze ist luftig abgeschlossen und hier oben dran sitzt ein Manometer. Wenn jetzt der Boden austrocknet, wird durch diese Keramikspitze Wasser rausgesogen aus dem Gerät, sodass hier ein Unterdruck in diesem Schaft entsteht. Und dieser Unterdruck, der wird dann gemessen von dem Manometer und da kann man dann das Ergebnis direkt ablesen. Und wenn das Ergebnis zum Beispiel ist 350 Millibar, dann entspricht das so ganz grobe Richtung 50% der nutzbaren Feldkapazität in diesem Bereich. Und dann würde man halt zum Beispiel empfehlen, zu beregnen. Ja, vielen Dank, Frau Riedel, für diese kurze Einweisung, diesen kurzen Überblick über die Versuche hier. Wir sind gespannt, was wir für Ergebnisse erzielen. Und das war's dann für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.